Hallo und herzlich willkommen bei Martins Warentest. Wir wollen heute das Tablet ausprobieren, das wohl als erstes seine Art den Apple-Geräten Konkurrenz machen kann, nämlich den Kindle Fire HDX. Das iPad Air, gerade erschienen, ist ja schon fast leichter als Luft. Wenn man allerdings den Fire HDX dagegen nimmt, dann stellt man schnell fest, dass es tatsächlich noch leichter geht. Das Tablet von Amazon ist ungefähr 100 Gramm leichter. Es entspricht schon beinahe einem Viertel. Und das, obwohl es nicht wirklich viel kleiner ist, wie man schnell sieht, wenn man die Geräte übereinander legt. Um es in einer Hand zu halten, ist das Fire HDX allerdings ein bisschen zu groß. Es hält sich aber sehr bequem in zwei Händen, zumal die Ränder hier leicht angeschrägt sind. Das hat zum einen den Vorteil, dass man nicht mal aus Versehen hier auf Knöpfe drückt, die am Seitenrand sind, denn die Knöpfe sind ja hinter dem Seitenrand. Und zum anderen ist auch der Ton relativ gut, selbst wenn das Tablet flach auf dem Tisch liegt. Ein Vorteil gegenüber dem iPad Air hat das Kindle Fire HDX auch bei der Bildschirmauflösung. Die liegt hier bei 2560 x 1600 Punkten, ist also trotz der kleineren Bildschirmgröße noch deutlich höher als beim allerneuesten iPad Air. Bei der Bedienung orientiert sich Amazon nicht am Konzept der Apps, wie man das von anderen Geräten kennt, sondern da geht es um Inhalte, hat natürlich einen Grund, Amazon will Inhalte auch verkaufen. Egal was für Inhalte, die finden sich alle im Karussell wieder, was man dann so hin und her scrollen kann. Man kann auch Inhalte vom Karussell entfernen oder neue drauf tun. Wem das nicht gefällt, weil er das zum Beispiel von Android anders gewöhnt ist, der kann auch neuerdings das Karussell einfach auf immer und ewig aus dem Blickfeld schieben, indem man es einfach nach oben schiebt und dann kommt eine Programmliste, so ein Programmgrid auf den Bildschirm, wie man sie von anderen Tablets auch kennt. Entsprechend des Inhaltekonzepts hat Amazon auch das Gerät in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Da gibt es Einkaufen, Spiele, Apps, Bücher, Musik, Videos, Hörbücher, Web, Fotos, Dokumente. Wenn man da rauf tippt, kommt man jeweils auf dem Gerät installierten Inhalte und mit einem Fingertipp kommt man dann auch entsprechend in die Cloud und die wiederum ist direkt mit dem Amazon Shop für die entsprechende Kategorie verbunden. Über das Home-Icon kommt man jeweils wieder auf den Homescreen zurück. Das ist also eine recht konsistente Bedienung, die sich auch Einsteigern schnell erschließt. Natürlich ist auch das Lesen recht komfortabel gelöst. Wenn man zum Beispiel ein Buch sich auf den Bildschirm holt, dann kann man da nicht nur schnell durchblättern, bekommt es auch in Farbe angezeigt, anders als auf dem E-Reader, sondern man kann auch sich zum Beispiel Bedeutungen von Wörtern nachschlagen lassen, wenn man eine Online-Verbindung hat, sogar übersetzen. Man kann Markierungen anfertigen, Eselsecken, die man in Papierbüchern besser nicht anlegt. Im Gegensatz zum kleinen Bruder HDX mit 7 Zoll Diagonale besitzt das HDX 8.9 auch eine echte Kamera auf der Rückseite. Hier, die macht auch recht gute Fotos, die mit normalen Smartphones vergleichbar sind. An die Fotoqualität des iPhones kommt sie allerdings nicht heran. Dafür liefert Amazon auch gleich eine hübsche App mit der man dann die so entstandenen Fotos auch aufhübschen und verbessern kann. Was gibt es noch zu beachten? Natürlich ist das Fire HDX 8.9 direkt mit dem Amazon Store verknüpft in jedem Punkt. Das heißt nicht, dass man keinerlei andere Musik oder andere Apps installieren kann, nur macht Amazon den Weg nicht so einfach und installiert die entsprechenden Stores schon vor. Das muss der Anwender dann selbst übernehmen mit ein paar Tipps. Ist das möglich, wenn man weiß, wie es geht? Amazon wirft einem da zumindest keine Knüppel vor die Beine. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht auch wirklich noch Anschlüsse gibt.
Außer Kopfhörer und Micro-USB beim Vorgängermodell gab es zum Beispiel noch eine HDMI-Buchse, über die man den Fernseher anschließen konnte. Das soll man jetzt drahtlos erledigen über den sogenannten Miracast-Standard. Den unterstützen leider heute die meisten Fernsehgeräte noch nicht. Das heißt, man muss da noch eine kleine Erweiterung dazu kaufen, die ungefähr 50 € kostet, um dann Bilder auch vom Tablet auf den Fernseher beamen zu können. Auch die Möglichkeit einer Speichererweiterung entfällt leider, ähnlich wie beim iPad. Allerdings zeigt sich Amazon deutlich bescheidener, wenn es um den Aufpreis für zusätzlichen Speicher geht. Das Einstiegsmodell kostet 379 €. Für 50 € mehr kriegt man die doppelte Speichermenge und für nochmal 50 € mehr wieder die doppelte, also dann 64 GB. Bei Apple kostet der gleiche Speicherausbau dann 90 bzw. 180 € Aufpreis. Ja, das Kindle Fire HDX ist insgesamt ein sehr schönes, ausdauerndes Tablet, das man überall mit hinnehmen kann, das auch Einsteigern den Zugang ermöglicht. Insofern ist es eine ernsthafte Alternative zum iPad Air, zumal es auch deutlich weniger kostet.